Hallo und herzlich willkommen, Pokémon-Freunde! Und der letzte Part, den haben wir zusammen mit dem Felix gemacht. Das heißt, wenn ich mich nicht irre, ist das der 19. Part. Das ist richtig. Und wir haben wahrscheinlich gleich mal die andere Seite der Türe zu bekämpfen. Also wir haben hier noch ein paar Trainerkämpfe vor uns. Raum der Erholung steht auf dem Schild. Was da wohl ist. Vielleicht ein Relaxo, ich weiß es nicht, kann schon sein. Relaxo? Ja, Relaxo. Immer wenn du den Sieg in greifbarer Nähe siehst, füllt dein Gegner KP auf. Kannst du dir erst vorstellen, wie man sich in so einer Situation fühlt? Naja, nicht gut. Also wir haben ja auch so einen Uri Geller, ne? Da kann das auch vielleicht... Oh, ein Ass-Trainer, schon wieder mit grünen Haaren. Eine Pokémon, schon wieder. Bummels. Oh. Übertreib's nicht. Was für ein starkes Pokémon. Ich wusste gar nicht, dass man Bummels auf Level 26 haben kann. Da muss man echt grenzdebil sein. Mhm. Wer nimmt schon nicht Mund hier? So, wir versuchen es einfach mal mit... Kopfnuss, das war nicht eine gute Entscheidung. Wie gesagt, keine gute Entscheidung. 7, wir versuchen es einfach mal mit. Warte mal, was hat er gerade eingesetzt? Lebensschelle. Was hat er gerade eingesetzt? Konter. Nur gegen physische. Sehr gut. Und ist Lebensschelle physisch? Ja, ist er. Hoffentlich trifft er einfach nicht. Fail. Bummels, Faulenz. Ach, wie geil. Was für ein geniales Pokémon du doch ausgesucht hast. Wirklich Ass-Trainer. Le Grande, oh oh. Okay, dann nimm Kadabra, dann bringt Konter nichts. Ja, so. Oder Uri Geller. Uri Geller. Oh, wir müssen gleich mal heilen. Komm schon, du schaffst es, Uri Geller. Ja, Uri Geller, voller HP. Der wird wahrscheinlich noch zwei Kämpfe durchhalten, schätze ich. Psystrahl down. Bye bye, Bummels. Uri Geller ist wirklich... Pro im Ding. Wirklich, aber 31. Und 31, gleiches Level wie Dexter. So. 83. Übertreib bitte, Spieler. Und sogar eine gute Initiative von 68. Relativ gut. So, wir haben 1200. So, hier ist schon der Boss, gell? Nee. Ach so. Warte mal, K.O.-Trefferraum? Ja, da kommt erst der Raum und dann kommt Norman. Aber der Typ kann doch nicht K.O.-Attacken, oder? Vielleicht Risikotackle oder so. Nö, kommt schon. Ja, Volltreffer. Kein Bock. K.O.-Trefferraum. Okay, wieder Epic Battle Team und Ass-Trainer setzt ein Muntier ein. Ja, das ist schon besser. Schon besser, ja. Muntier sieht eigentlich recht cool aus, wenn ich vom Sprite her. Was? Das war natürlich schlau. Lass ihn kämpfen, wer braucht seine Chance? Setz Heule ein. komm schon. Ein HP, oh. Ist ja auch ein bisschen bitter gewesen. Okay, also Uri Geller. Uri Geller. Wenn er fällt, dann hast du nur noch ein Ei. Das Ei reißt schon alles. Boah, Mist, wir dürfen nicht verlieren. Der wird jetzt aber nicht sterben, oder? Mhm. Reflektor? Nee, Psystrahl. Psystrahl, komm verwirren. Mehr als die Hälfte. Ja. Nice. Glitzer. Slicer. Alter, wäre es ein Volltreffer gewesen. Also, warte, wir müssen überlegen. Risky. Wahrscheinlich hat er so ein komisches Band. So, sehr gut. Muntier ist down, das heißt Uri kann sich ein bisschen leveln und Spieler besiegt. Findest du eigentlich auch, dass man Geneso außerhalb des Kampfes auch verwenden sollen könnte? Ja, stimmt, das wäre nicht schlecht, aber wäre vielleicht ein bisschen zu gut. Warte mal, was ist da? Ich denke, du hast mir eine wertvolle Lektion erteilt. Nun gehen wir weiter. Die linke Tür führt in den Raum der Stärke. Die rechte Tür öffnet den K.O.-Trefferraum. Ihr beide wartet äußerst talentierte Trainer. Gutes Deutsch. Ja, natürlich, gutes Deutsch. So, wir müssen jetzt erstmal kurz unsere Pokémon heilen. Das sind japanische Schriftzüge. Wo? In dem Raum oder was drin war. Werden wir gleich herausfinden. Wenn ich mich geheilt habe und ich hätte nicht auf die Uhr geschaut, das ist ungünstig. 40 oder so. Ah ja, bestimmt. Hast noch Zeit, du schaffst noch den Leiter. Irgendwie so. I trust in you. Na, ich glaube irgendwie nicht, dass wir den Leiter besiegen können. In der momentanen Situation, du hast ja gesehen. Ja, vielleicht, aber ja, da müssen wir uns eine Strategie ausdenken. Ich glaube, ich weiß schon eine. Und zwar, erst tue ich Uri rein, setze Reflektor ein. Ja, und dann vielleicht Eisenabwehr mit Stolo. Ja, das entweder das oder ich tue es. Ja, Svalbini kann er auch nichts machen. Svalbini, ja. Und immer wenn Letarking, wenn er Konter einsetzen könnte, dann setz Dings ein. Eisenabwehr und wenn er Faulenz dann angreifen. Also den Pedoboy haben wir eben schon besiegt. Nicht? Die Fähigkeit, den Gegner mit einer Attacke zuvorzukommen. Das alleine gibt einem doch schon einen enormen Vorteil, meinst du nicht auch? Nee. Haha, jetzt brauchen, so.
brauchen sogar schon Leute aus Spanien, weil Norman anscheinend kein deutsches Personal mehr findet. Und ein Schwalboss auf Level 26. Da haben wir. Das Dex dann natürlich perfekt. Ja, eindeutig wird gleich mal gegen. Ferro. Der kann doch gar keine Gesteinattacke, oder? Sollen wir dem nicht mal Felsgrab beibringen? Wäre nicht schlecht. Haben wir es als TM schon? Ja, gehabt? Haben wir schon. Schon ewig. Lass mal machen. Oh oh. Ich will jetzt nicht sagen nice. Genesung. Wow! Höhere Initiative. Ich hab da gerade. Ich hab da gerade gar nicht gedacht. What the hell? Wieso geht der so ab? Junge! Ah, da kommt er jetzt, Ferro. Schau mal, wie wir in dieser Arena gerade ablosen. Und das ist die normale Arena. Was soll das? Und mit Logok wäre es natürlich leichter gewesen. Ja, aber leider haben wir kein Logok. So, wir setzen einfach mal Metallklaue ein. Junge, diese Initiative. Die Initiative geht mir trotzdem langsam auf den Sack. Jetzt macht er endlich fertig. Weißt du, was sind das eigentlich für Trainer? Die haben alle nur ein Pokémon. Tja. Ja, Flügelschlag, das ist eh keine Chance. Ferro ist OP. Sag mal, hat Ferro jetzt den EP-Teiler oder wer? Ja, Ferro hat EP-Teiler. Ja gut. Der muss ja auch endlich mal zu einem Stollrack werden. Eine Metallklaue, warum steigt dein Angriff nicht? Tja. Ich glaube, die Chance ist glaube nur 20%, oder? Dass er steigt. Ich setze ihn lieber höher. Ah, Hyperkraft. Gut, gut. Nötig. Komm, jetzt steigt endlich mal der Angriff. Der ist 5-mal eingesetzt. Ach, Ninja ist eigentlich auch voll gut. Ey, jetzt wenn du so drüber nachdenkst, so über. Ja, ist kann er nicht Doppelteam auch? Doch, der kann es glaube ich auch. Doppelteam und Schwerthand ist doch mal mega Boss. Und dann noch Zornklinge, so. Also. Ja gut, aber den benutzt man dann nicht im Kopf. Ja, Stafette-Technik. Stafette-Technik ist auch gut, ja. Vor allem, Alter, dann wird ja auch Doppelteam wird ja auch dann weitergegeben. Ja. Ist ja übertrieben. Ist auch. Dann einfach nur auf Statuswerte, einfach nur voll alles, was geht. Das müsst ihr echt mal ausprobieren. Also keine einzige Schadenattacke oder so. Das wäre echt lustig. So, Phoenix gewinnt erstmal und wir können natürlich die anderen. Die EV-Verteidigung am besten. Ja, genau. Aber wir werden wahrscheinlich eh nicht mehr EV trainieren. Und Raum der Verwirrung. Yay! Dies ist der Raum der Verwirrung. Zeig mir. Ah, jetzt kommt wieder Zickzacks. Zickzack. Der ist doch schon tot, oder? Ja, wir waren doch gerade heilen. Pandir. Nein, Taumeltanz. Ach, Dexter lebt ja noch, stimmt ja. Also wir müssen versuchen, jetzt den aus dem Weg zu machen. Ist der Psycho? Weiß ich gerade selber nicht. Ich glaube schon. Aber wir versuchen es mal mit Laubklinge, wegen STRB. Hä, der müsste doch normal sein. Ist doch ein normaler Ring. Okay, setz Taumeltanz auf. Ach, Mann. Ach komm, Dexter hat gutes Vertrauen. Komm schon, das kriegst du hin. Dexter ist verwirrt. Wenn du los, dann schmeißt du dich weg. Heißt das jetzt, dass du ihn wegschmeißt? Ja. Taumeltanz, ja, du bist auch ein Vollidiot. Ja, ganz ehrlich. Das, oh, Energie. Powerpunch. Oh. Hey, das ist frei eigentlich keine schlechte Idee. Was? Wenn er verwirrt ist und dich angreifen kann und dann Powerpunch. Stimmt. Es geht aber genauso mit. Verliert er nicht seinen Fokus. Es geht genauso mit Paralyse. Oder mit Schlaf. Ja, Schlaf ist auch nice. Kann ich Mundtier? Mundtier kann doch, glaub, Gähner. Ja, ich glaube, der kann sogar Powerpunch. Ja. Also nicht, dass jetzt Letaking gut ist, aber so ein Mundtier im Team. Mundtier wäre echt nicht schlecht. Interessant, aber ich glaube, die Werte von Mundtier sind auch nicht so, also nicht schlecht. Ja, Mittel. Mittel halt, weil es auch nur eine zweite. Ja. Aber sag mal, Powerpunch mit Letaking, schlägt er dann zu? Haben sie schon? Wenn der faulen? Er hat der lila Krall nicht noch so ein bisschen weiß. Mir ist ja jetzt auch egal, wir setzen Laubklinge ein. Das sind ja alles nur billige Normal-Pokémon, ja, die können uns gar nichts. Boah, nice, über die Hälfte. Oh, Schwertanz. Schwertanz, ich wusste gar nicht, dass es so aussieht, aber ich finde Schwertanz sieht in Schwarz und Weiß enorm geil aus. Und in XY sieht es noch besser aus. Ja, da haben wir auch schon gesehen. So, Sengo ist tot. Also, sehr gut. Down. Ferro, Dexter levelt sich. Ach, aber lang. Vita. Ja, geben, Alter, wir geben die eigentlich alle Kohle. Ist ja übertrieben. Arena Leiter, sie selbst, welche Pokémon ich immer habe. Nein. Ganzen Weg und dann. Nö. Und gegen die schon gekämpft? Ja, ne? Jo. Ja, okay. So, das heißt, wie viele fehlen uns jetzt noch? Keine, oder?
Ich weiß nicht, ob auf der rechten Seite noch einer, aber ich bin mir nicht sicher. Gegen da waren wir? Ja. Auf der rechten Seite noch einer, mal schauen. Raum der Genauigkeit. Ja, ich möchte die Tür bitte öffnen. Ja, dann haben wir die geöffnet. Ja, dann gehen wir hier. Da waren wir schon. Da waren wir doch schon, oder? Ja, ich denke schon. Ja, also dann fehlt uns wirklich keiner mehr. Okay, aufladen und dann. Ja, und dann tun. Dann müssen wir uns erstmal eine Strategie ausdenken, weil ich habe keine Lust jetzt zu verlieren bei Norman. Unserem eigenen Vater. So, also wen tun wir ganz nach vorne? Uri, oder? Nee. Ja, Uri wäre vielleicht ganz gut, dass am Anfang ja, Reflekt, ich hätte gesagt Reflektor. Ja, Reflektor und dann. Wir können sowieso keine speziellen Attacken, oder? Nee, glaub nicht. Wie ist seine Verteidigung von Uri? Von Uri nicht so gut. Das heißt, der kriegt auch die Phrase. Ja, 30. Ja, gut. Aber Reflektor bringt schon etwas. So. Das heißt, ach, jetzt wäre vielleicht Fritz Lightning ganz gut gewesen, jetzt den dabei zu haben. Wirklich? Aber wir haben dafür ein Ei dabei, hallo, das garantiert uns den Sieg. Genau. Eindeutig, Mann, Mann, Mann. So. Schauen wir kurz beim Status vom Ei, wie lange es noch braucht. Aber wahrscheinlich schon noch ein paar hundert Schritte. So weit sind wir jetzt noch nicht gelaufen. Das bewegt sich schnell. Da wird wohl bald etwas schlüpfen. Ja, das ist noch glauben. Ah, ich bin echt gespannt, was da rauskommt. Ich hab's dir sogar vorhin gesagt, hast du es ernsthaft wieder vergessen? Du hast mir nicht gesagt. Doch, habe ich. Ja, dann umso besser, wenn ich es nicht gehört habe. Retard! Hey, da ist eine Blume. Das ist doch normal nur, wenn jemand verstorben ist. Also so ist es für mich. Vielleicht stirbt Norman bald. Ja, vielleicht. Wer weiß. Hier war der K.O.-Baum, glaube ich. Nee, Baum der Erholung. Okay, ich habe aufgegeben. So, und hier geht's aber jetzt endgültig. K.O.-Treffer und Arena-Leiter Norman. Oder vielleicht hier. Haben wir da schon? Ja. Ja. Ja, schön, lass mich dich rein, Mann. Boah, ich würde mich belasten, wenn ich da einen Angestellter wäre und jeden Tag in diesem auf diesen blöden Tatami-Matten stehen würde. Und bis warten, bis irgendjemand reinkommt. Und dann ist man ja nur einer von vielen. Also es gibt ja mehrere Wege. Ja. Also der Spacken, mal ganz kurz ein paar Pokémon mit Bären ausstatten. Ja. Und Supertränke haben wir ja genommen. Warte, was haben wir mit Selbstheilung, Vergiftung, Verbrennung, AP im Kopf auf? Ja, nicht so. Also gut, wir versuchen uns mal mit Zinelbeere. Ja, wir haben 8 Stück, nice. Geben! Wir geben mal dem Uri eine, dann geben wir natürlich den ganzen anderen Krüppeln auch noch welche. Zum Beispiel. Außer Zickzacks. Hey, der hat ja schon wieder was durch Mitnahme, Mann. Ich muss mal, ich nehme das. Ist echt nicht schlecht. Ich nehme das auch immer mit, was der dann hat. Also ich denke, ein Trank oder sowas. Ja. Je höher das Level, desto bessere Items nimmt der. Item. Eben. Fluchtzahl. Ja, alles gut. Ja, was hat der? Mal ganz kurz den Bericht reinschauen. Ja. Der hat, was hat der dabei? Flinkklaue, okay, ja. Ein bisschen unnötig. Eigentlich schon. Was hat Dexter? Die IP-Teiler, den müssen wir. Na, ich weiß nicht. Sollen wir jetzt ihm eine Sinelbeere für den Kampf geben? Ja, egal, jetzt. Das müssen wir schon packen. Schau dir mal seine ehrgeizigen Augen an. Ich spreche ihn von der Seite an. Einfach mal, dass er sich drehen muss. Du besitzt 4 Orden, mein Sohn. Fein, wir versprochen werden wir nun einen Pokémon-Kampf ausfechten. Phoenix, ich bin so glücklich, dass du mein eigenes Kind stark genug ist, dass mein eigenes Kind stark genug ist. Geht es dir gut? Oder ich habe diese Medikamente genommen. Vater, nein! Aber frag nicht, mein Sohn, gegen mich zu kämpfen. Aber Kampf ist Kampf. Kampf ist Kampf. Ich werde mich also als Arena-Leiter nicht zurückhalten und alles tun. Diesen Kampf werden wir jetzt bestreiten und ich werde gewinnen. Phoenix, du solltest ebenfalls dein Bestes geben. Und ansonsten werde ich dich in ein Waisenhaus geben und dir deine Mutter und deine ganzen Yu-Gi-Oh! Karten abnehmen. Du bist süchtig. Okay, jetzt. Wow, cool, der hat sogar ein Fenster in seinem Raum. Hast du gesehen? Battle Time. Hightech. Boah, der hat aber so ein cool. Leiter Norman. Boah, coole Kleidung. Sieht ganz erwachsen aus irgendwie. Ja, sieht irgendwie aus. Jogginghose. Ja. Leiter Norman, setz mal ein Pandi, Level 27, übertreib mal nicht. Okay, er kann nicht sehr viel. Doch, Winter kann er. Okay, das egal heißt. Reflektor. Reflektor. Hey, ja, befriend. Das ist schon mal gut. So,
erhöht die Verteidigung, ist wichtig. Und Fassade. Oh, oh. Ja, so, das heißt. Einfach. Ich weiß nicht. Hau rein und ja, okay, dann schlagen wir einfach mal mit unserem Uri Geller zu. Wenn er die ganze Arena alleine schafft, dann wäre es halt bitter. Taumeltanz übertreibt er nicht. Ja, also wir switchen raus. Klare Sache, ich will. Risk. Nö, kein Bock auf Risk. Ich switch lieber jetzt raus. Jetzt natürlich die Verwirrungsberge, aber. Wen nehmen wir rein? Sklaven. Sklave. Ja doch, dann hast du ihn frei. Wie frei? Ja, wenn der stirbt, dann kann ja, er ja, gut, können wir eigentlich machen. Wir versuchen es mal mit Sklave und Lehmschelle. Kann er doch, oder? Lehmschelle? Boah, das sieht auch bescheuert aus, vor allem Sklave. So, jetzt ist er wieder free und der hat ja eine höhere Initiative als Pandir, glaube ich. Mhm. Oder? Ja. Uri Geller, du bist wieder da, bist wieder konzentriert. Und jetzt auf geht's. Okay, es wird Zeit für Psystrahl oder Psystrahl und Pandir ist down. Pandir. Nur noch drei. Genau. Okay, es kommt noch Muntir, Lethalking und. Keine Ahnung, weiß ich doch nicht. Dengo vielleicht? Muntir, nein, wir switchen mal nicht. Reflektor müsste aber dem nicht zu Ende gehen. Ja, 5 Runden. Jo. Das bedeutet für uns, wir setzen jetzt erst einmal Psystrahl ein. Okay, alter Uri Geller. Oh, ja, nice. Gut. Alter, was haben die mit ihrer blöden Fassade? Ich denk schon. Ach, Volltreffer. Ja, danke sehr, Muntir. Danke, Spiel. Also, das heißt, wir setzen Ferro wäre schon. Macht der überhaupt genug Schaden? Ja, dann nimm Dexter. Ich glaube, ich wollte auch keinen Dexter nehmen. Oder ich hätte Schalbini rein. Schwalbos, tut mir leid. Reinzuck. Oh, Reflektor lässt nach. Oh, oh, das Laubi. Heißt, wir setzen erst einmal Laubi ein. Machen, ja, glaube auch. Laubi geht da. Geh down, Muntir. Oh ja, Volltreffer sogar. Sehr nice. Aber, ja, naja, eigentlich nicht nice. Hätte aber wahrscheinlich sowieso auch geschafft. Ferro erreicht und Level 29. Jetzt aber. Eisenschweif. Oh mein Gott, sehr geil. So, ich glaube, der macht 100, ja, nice. Aber 75 nur. Und mit senkt eventuell Verteidigungswert vom Gegner, glaube ich, ne? Ja. Okay, das heißt, was haben wir? Eisenabwehr will ich nicht aufgeben. Der Teil, glaube ich, auf die Hälfte, trifft ziemlich sicher. Ich weiß nicht, aber und stärkt vielleicht Angriff, ne? Ich weiß nicht, welches soll man verlernen? Ich hätte gesagt, Lehmschelle oder Kopfnuss. Ist manchmal nicht schlecht, wenn man... Ja, und Kopfnuss ist halt normal. Besonders jetzt für Lethalking, damit er nicht so gut trifft. Ich weiß. Kopfnuss macht 70 und trifft zu 100, also. Oh, das ist auch nicht schlecht. Mann. Ich würde es gegen Metallklauen machen. Oh. Bei Stornos brauchen wir eh keine Metallklauen. Ja, schon. Ja, gut, komm, lass Metallklaue. Hoffen wir einfach mal, dass und sein Vertrauen zu uns, seine Genauigkeit ein bisschen aufpumpt. Eisenschweif. Und was? Geradax. Geradax. Okay. Ja, lass Dexter drin. Ja, ja, ganz ruhig. Hier ist ja in Ordnung. Okay. Das kriegen wir schon hin. Geradax. Sieht auch interessant aus, finde ich. Also ein bisschen. Sieht nicht schlecht aus. Ja. So, das ich heißt, wir Senior setzen. Sieht irgendwie besser aus. Ja, das finde ich auch eins meiner Lieblings-VM-Sklaven-Pokémon. Ich würde schon fast ungern so nennen, aber. So, Geradax, geh bitte down. Och, Mann, muss es sein. Bauchtrommel. Ja, macht's den. Ah, wie close. What the hell? Warum macht er das? Ja, das war klar, jetzt kommt die Übertragung. Achso, ja, deswegen aber gut. Ansonsten. Mann. Jetzt ist, glaubst du, ein Angriff um 6 gestiegen. Das ist übertrieben. Ja, ist es. Machen wir. Ach, Mann. Ja, wir müssen das Risiko eingehen oder ich switch Ferro rein. Das ist der Einzige, der es überleben kann. Und wir müssen. Ah, ich weiß, was wir machen. Zum Glück habe ich eingekauft. Wir beleben jetzt einfach mal. Viel Beleber haben wir auch nicht mehr. Was? Hast du die aufgebraucht? Ich weiß nicht, wir haben vielleicht noch so 5 oder so. Ja, wo sind die überhaupt? Ganz unten. Ja, Beleber, 7 Stück. Drache. 7 Stück ist okay. Uri, ja. Uri! Okay, der kann eine Genesung setzen. Jetzt müssen wir halt Geradax besiegen. Ja, das schafft er nicht. Das schafft er nicht. Geradax macht uns down. Verdammt. Ja, wir haben keine Chance, sage ich. Was machen wir? Ferro. Ja. Das ist der Einzige, der noch ein bisschen eine Chance hat. Eisenabwehr oder. Ja, Eisenabwehr, ja. Oh nein, nicht Volltreffer. Oh, übertreib's. Aber trotzdem, okay, das war ein Volltreffer und der hat uns nur über die Hälfte gemacht. Was ja, dann ist nur Hypertrank. Haben wir nicht. Nee, Hypertrank haben wir nicht. Supertrank, das ist also der Einzige, der hier was machen kann. Mhm. So, wir brauchen endlich mal Hypertränke. Wieso haben eigentlich die Astrainer Hypertränke und wir nicht, Mann? Das ist voll arm.
So. Okay. Oh, nice. 48. Mann, wieso hast du das Strudelhaus nicht gemacht? Das war in deinem Part. Da hätten wir jetzt Strudel. Strudelhaus? Ja. Oder Sprudelhaus? Ja, oder Sprudel. Ist doch egal. Nochmal Eisen. Ja, natürlich nochmal Eisen. Haha. Ha. Du willst mich belasten. Noch einmal Eisen danach und dann geht er sowieso down. Steigt stark, ja. Schau, jetzt haben wir Verteidigung 6-mal gesteigert. Jetzt kannst du auch nichts mehr machen mit deiner Angriff. Alter, Bauchtraum ist aber übertrieben. Ich glaube, Glurak kannst auch, ne? Ja. Wenn du es, also durch Zucht, glaube ich. Warte mal. Kann es sein. Du hast nochmal eingesetzt. Ja, dreimal, oder? Das war doch schon dreimal. Oh, na dann tut's mir leid. Ups. Ja, egal. Auf jeden Fall kann es sein, dass es auch Kindwurm lernen kann. Bauchtrommel? Ja, durch Zucht oder so. Das weiß ich jetzt nicht, aber kann schon sein. Wäre nicht schlecht auf jeden Fall. So, nochmal ein Trank, ich will sicher gehen. Trank oder... Ja, super Trank, haben wir ja genug. Was soll denn der Grenz? Oh, echt so. Schlitzer, Mann. Kein Volltreffer, kein Voll... Gut, nichts effektiv. Und noch Eisen. Ups, sorry. Nochmal Eisen, Eisenschweif, jetzt geht's ab, du. Mal schauen, ob er down ist. Glaube ich nicht. Oh, ich kann es mir vorstellen, aber ich glaube nicht. Obwohl. Ja. Oh. Eisenschweif. Ach, ja, gut, dann verbraucht er jetzt schon seine Hypertränke. Ja. Dann hat er sie später nicht mehr für sein blödes Lethargen, weil das wird echt hardcore. Ach, haben wir jetzt. Wir haben ja Lehmschelle noch. Genau, dann müssen wir die Taktik einsetzen. Also wir spielen hier mit Taktik, wir haben gleich hohe Level. Was? Ja, ach stimmt, der hat ja 75, nur stimmt. Oh, das ist halt das Problem dann, aber trotzdem, 100 Schaden ist halt übertrieben. Wie viel macht der Metallklaue? 60. 50. 50 nur, jo. Ja stimmt. Was? Oh, Volltreffer. Jetzt hör mal auf. Jetzt aber Treff. Treff. Oh, Mann! Wir verschwenden hier gerade die ganze Zeit Supertränke. Sehr da. Ja, super. Ich dachte ja immer, dass man super Tränke trinkt, aber nee, man tut sie ja auf die Haut sprühen. Echt so? Ja, echt so. What the fuck? Kam mal in so eine Pokémon-Folge, da war irgendwie Pikachu irgendwie verwundet, dann hat er das Ding genommen und den so auf den Körper gesprüht. What the fuck? Ja, auf die Wunde. Okay, cool. Lethalki. Nein. Okay, er kann Konter, gell? Also es wird Zeit, einfach mal den Hypertank einzusetzen. Ich würde aufladen. Ja, eben. Hypertank, ja. Supertank. Das müsste doch eigentlich. Ja, komm, egal. Nein. Die 6 KP. Und ich setze der Konter ein. Ha. Und jetzt Lebensschelle. Warte. Ich wollte eigentlich. Ja, gut, dann wären die ganzen Stats weg. Also, es wird Zeit für Lebensschelle. Lethalking. Genauigkeit. Ja, wenig, aber. Ja, ist doch egal. Hauptsache 6-mal eingesetzt. Lethalking Faulenz erstmal. Oh, Finte. Ja, macht nix. Nicht allzu viel. Macht nix. Was? Okay. Wir haben keinen. Ah, Finte trifft immer, verdammt. Ist es nicht eine physische Attacke? Doch, ist es. Also, aber es trifft immer, oder? Also Windleben vielleicht nicht allzu viel. Egal, der hat noch seine andere normale Attacke. Konter zum Beispiel. Nochmal. Das ist so awesome. Mir egal, soll er halt nichts mehr treffen. Ja, schaut euch den mal an, Mann, der liegt da so rum. Wow. Ja, macht nicht allzu viel. Das, warte mal, es konnte nicht eine Kampfattacke. Nee, normal. Es wäre sonst übertrieben, vierfache Schwäche. Dann wären wir schon ziemlich im Eimer und so. Okay, das war das letzte Mal, gell? Ja. So, und jetzt gleich dann den Trank. So, und jetzt können wir gleich zuschlagen. Oh, ich habe hier schon einen 25-Minuten-Part am Laufen. Das ist nicht gut. Das will ich eigentlich nicht haben. Komm schon, wir müssen den schnell beenden hier. Den Kampf. Lethalking Faulenz, ja, sehr schön. Wie kann man so ein Team eigentlich, so ein Team in sein Pokémon tun? Ja, wenn er jetzt Konter einsetzt. Ja, ist egal. Juckt ja, nicht. Okay. Eisenschweif. Ja, gut. Ist gut. Es wird fehl. So, Eisenschweif. Go, go, Power Rangers. Go, go. Wow, okay, Verteidigung. Verteidigung sind es gut. Faulenz, der, wir haben aber gerade so, durch diese statisch verändernden Attacken haben wir viel gerissen, gerade. Ja. Okay, wenn ihr jetzt natürlich Konter einsetzt. Ja, wird nicht belastet. Was? Ja, Sinelbeere. Oder? Zitrobeere. Zitro, wie viel hat er Leben?
sehr übertrieben. Nice, Ferro geht gerade ab. Ja, egal. Ja, das ist jetzt sowieso ein Hypertank-Einsatz, Eisenschlag. Ja. Ne, der hat doch gar keinen Hypertank mehr. Egal. So, down geht. Also der Part ist wie gesagt jetzt hier auch schon zu Ende. Unser Ferro wird sich bald entwickeln. Und ich kann es nicht. Ich kann es nicht glauben, Phoenix. Ich habe gegen Phoenix verloren. Na nun, Regeln sind Regeln. Hier, das ist für dich. Phoenix gewinnt 3100 Poké-Dollar. Nice. Phoenix hat den Balance-Orden vom Vater erhalten. Wow, super. Balance-Orden. Mit diesem Orden erhöht sich die Verteidigung all deiner Pokémon. Pokémon, die vor allem Surfer erlernt haben, können sie auch zum Reisen über das Wasser einsetzen. Phoenix, das ist nur ein Geschenk für dich. Ich bin sicher, du wirst es gut nutzen. TM 42 erhalten! Das war das Fassade, oder? Wahrscheinlich. Fassade, ja. Sie verdoppelt die Stärke der Attacken, wenn das Pokémon vergiftet, tradisiert oder verbrannt wurde. Yes. So kann eine vermeintlich aussichtslose Situation vielleicht gerettet werden. Wow. Als Arenaleiter kann ich gar nicht sagen, wie bestürzt ich bin. Als Vater macht es mich einerseits sehr stolz, andererseits aber auch traurig, dass ich so ein schlechter Noob bin. Okay, wer ist? Ach, das ist doch der von der Sport, oder? Der Vater von Heiko, dachte ich. Da bist du ja, Phoenix. Komm doch bitte mal. Ich habe hier etwas für dich. Norman, du hast doch nichts dagegen. Ich entführe die Phoenix. Phoenix mal eben für ein paar Minuten. Och, Mann. Und so sieht er ihn nie wieder. So, ganz genau. Der labert jetzt noch. Kriegen wir jetzt nicht irgendwie noch eine VM? Surfer. Jo. Bippene. Hallo, Phoenix. Bitte entschuldige, dass wir dich den weiten Weg hierher gerufen haben. Unser Heiko ist viel robuster geworden, seit er in Wiesenflur ist. Das verdanken wir allein dir. Als Heiko den Ort verließ, hast du ihm geholfen, ein Pokémon zu fangen. Stimmt's? Ich glaube, das hat Heiko richtig glücklich gemacht. Und nicht nur Heiko, auch mich als Vater hat es sehr glücklich gemacht. Glücklich darüber, dass er einen Freund wie dich gefunden hat. Das soll jetzt keine Bestechung sein, aber ich möchte dir dies schenken. VM03 erhalten, Surfer! Surfer! Wenn ein Pokémon Surfer beherrscht, kannst du viele neue Orte bereisen. Diese Betonung. Großartig. Also, das war's mit diesem Part. Das heißt, beim nächsten Mal sehen wir uns bei Phoenix auf dem Kanal, beziehungsweise ihr seht Phoenix und Phoenix weiß jetzt natürlich, was passiert ist, aber naja, heult nicht rum. Es ist dann wieder der Phoenix alleine. Ciao, bis zum nächsten Mal.